Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wieder was von Play Vital. Und diesmal, ich hatte ja das große Unboxing gemacht, wo ich euch alle Produkte gezeigt habe. Diesmal ist es der Standfuß. Der ist ein bisschen schwer in der Tüte drin. Müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ich hatte eigentlich den mit dem Muster Bescheid gesagt, dass ich den gerne wollen würde. Aber der ist halt schwarz. Der passt halt zu meinem schwarzen Controller. Auch nicht schlecht. Kann ich euch einfach mal zeigen. Ich nehme mal den Katzenohren-Controller. So. Einfach drauf. Und damit ihr seht, wie es aussieht. Ja, so sieht es dann aus. Also es ist keine, wie ihr seht, keine Ladestation. Es ist wirklich nur ein Controllerhalter. Ein bisschen Plastik. Im schönen Design. So. Und da legt ihr den Controller einfach drauf. So. Und dann könnt ihr euch den hinstellen. Oder neben eine PlayStation stellen. Ja, ich kann auch mal den weißen jetzt nehmen. So. Ja, der weiße. Achso, durch das Gummi oder was? So. Sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus mit dem Weißen. Ach nee, der täuscht nur durch das Schwarze. Der ist genau da unten auch, wo der Weiße ist. So, dann könnt ihr euch den so hinstellen. Gibt es auch noch verziert. Ich kann auch mal den anderen Controller noch nehmen. So. Der sieht dann natürlich am geilsten aus drauf, weil alles schwarz ist. Ja. Und dann könnt ihr euch das dann praktisch so neben eure PlayStation stellen und es sieht besser aus, als wenn der Controller halt daneben liegt. Dann sieht das halt schöner aus, wenn der so hochkant ist. Würde ich jetzt mal so sagen. So. Mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen. Der ist wirklich schön standfest. Was ich vermisse... Ah ne, hier sind sie. Da sind die Gumminippel. Die müsst ihr euch einzeln rankleben. Also ihr habt hier Löcher. So. Da klebt ihr die einfach rein. Ich mache mal hier welche rein, damit ihr das seht. So. So sieht es aus, wenn sie drinne sind. Die Gumminippel. Und hier sind sie halt nicht drin. Steht auch fest. Aber mit, wir haben auch zwei auf Reserve. Also falls zwei hier mal nicht kleben sollten, gleich auf Anhieb. Habt da zwei auf Reserve. So. Ein bisschen hin und her. So. Und schon sind alle vier Gumminippel dran. Oh, steht. Ich, da wackelt eher die. Schiebe ich eher die Matte als alles andere. Finde ich sehr gut. Den werde ich auf jeden Fall neben die PlayStation stellen. Und einen schwarzen Controller draufstellen. Oder den weißen, ich weiß es noch nicht. Design von meiner PlayStation ist schwarz. Ich glaube, ich werde den schwarzen Controller dazu stellen. Mal gucken. Gut, das soll es jetzt soweit auch gewesen sein. Ich werde euch den natürlich verlinken und die anderen Produkte werde ich euch auch alle verlinken. Guckt da gerne mal rein. Wenn ihr dazu Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich werde mein Bestmögliches tun, euch die Fragen zu beantworten. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.